Herzlich willkommen hier, euer Theater. Ich möchte Ihnen nun einen meiner besten Freunde vorstellen. Wir haben zusammen die ganze Welt erfahren, sodass er heute Abend gar nicht mehr weiß, welche Sprache er spricht. Für Sie heute Abend einen kräftigen Applaus für Mr. Ricardo! Sag unseren Freunden guten Abend. Sancho de Han. So. Jawohl.
Und dann? Schließ deine Faust. Ja. Komm her. Was machst du? Du bist ja vollkommen verrückt. Ei. Und jetzt pass hin. Ich hab die Blume. Mir ist Soufflé. Sie. Mensch, danke schön. Okay, also bevor wir singen anfangen, versuch mal jetzt schon mal. Ja. Sehr einfach. Hopp, 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 hopp. In Französisch, man sagt ein Lieboquet. Look. One, two, three. Was noch? One, two, three. Okay? Also, halt den Stiel fest und lass ihn nicht los. Hör deinen Schnabel, mach deinen Schnabel zu und öffne ihn nicht wieder. Verstanden? Natürlich. Noch einmal. Bist du bereit? Okay, gut. Okay. Eins, zwei, drei. Ohne mich? Ja. Na, ohne mich geht das gar nicht. Das wollen wir doch mal sehen. Das ist mit Ihnen, bitte. Denkt ihr die Augen zu? Meine Damen und Herren, ich übernehme gerne Verantwortung. Okay. Bevor wir singen anfangen, muss ich meine Stimme ein bisschen trainieren, okay? Okay. Konzentration. Ruhe! Bereit? Ja. Sie können Ihr Kopf ein bisschen bewegen und die Augen auf, okay?
Aber also lächeln bitte, lächeln. Ja, die spielt keine Rolle, sie sind direkt, aber. Okay. Wie heißt denn die Vornamen? Okay. Ich bin Vater. Nein! Oh, no, Gabi, freuen Sie sich hier zu sein? Ja, ja, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Was machen Sie beruflich? Ich bin Sekretärin. Sekretärin? Jawohl. Was gefällt Ihnen am meisten an diesem Beruf? Ich liebe es, bei meinem Chef auf den Schoß zu sitzen. Oh ja! Okay, ja, wir werden Ihre Stimme. Und Ihnen Quittung. Freuen Sie sich hier zu sein. Ah ja! Das ist richtig klasse. Gut, gut, ja! Sie sehen ja besonders glücklich aus. Wie kommt denn das? Das ist wegen dem Gesicht, das ich hier trage. Damit wird nicht gestickt, dass alle oder andere weiter fragen. Ja, ja. Wie sind Sie zum Beispiel in Arbeit in Gabi? Gucken Sie Gabi? Down. Schauen Sie in den Publikum. Was denken Sie von Gabi? Gabi, ja. Sie ist wunderschön. Sie hat einen Traumkörper. Sie ist einfach geil und hört nicht an. Oder? Frauen mit Ehering sind vergesslich. Nein, verheiratet. Nicht quasi sind verheiratet. Nein. Nein, weil nicht bei der Agentur. Christian, wir können es tun, wo du willst. Ich glaube, Sie meinen, Ihre Schicksal zu verlassen. Können Sie vielleicht sagen, eine andere Sache. Sie sind einverstanden, von dem Publikum zu singen. Eigentlich wollte ich eine Striptease-Nummer vorführen.